Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Factorio. Weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Glabur. So Leute, ich möchte jetzt aber heute mich erstmal um meinen Drohnenproblem kümmern. Das Drohnenproblem werden wir, glaube ich, nur in einer Sache los, indem ich die Forschung eigentlich stoppe. Was wir, glaube ich, gar nicht können, ne? Kann man die Forschung stoppen? Immer nicht, ne? Scheiße. Ich hatte eigentlich gedacht, okay, ich gehe heute bei und stoppe die Forschung, dass wir die ganzen Roboter aus dem System kriegen. Wir haben zwar jetzt 800 Roboter über, weil ich bin der Meinung, und ich glaube, von euch waren da auch ein paar der Meinung, dass das Problem hauptsächlich dadurch besteht, dass ich zu viele Roboter habe. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so langsam glaube ich das auch. So. Das und das hab ich. Was war das denn hier für eine Kiste? What? Ach, für das. What the fuck, Mann. Kevin. So, jetzt muss ich aber mal gerade überlegen. Also am besten wäre es, wenn ich hier jetzt erstmal die Rakete stoppe. Wieder, um so wenig Roboter wie möglich wirklich im Betrieb zu haben. Dass wir wirklich Roboter aus dem System nehmen, weil das Problem ist, wenn wir zu viele Roboter haben und die sind alle am Laden, dann entsteht das Problem, dass das nicht rund läuft. Und ich werde noch mehr Zonen bauen. Also ich will wirklich noch mehr Zonen bauen. Ich will mal gucken, ob ich so das System bei mir wirklich geändert bekomme. Hier ist natürlich jetzt Trubeldubel. Das ist alles logisch. Aber ich mag dieses System hier, was wir hier uns aufgebaut haben. Ich muss nur noch die Eisenplatten ein bisschen nach oben bekommen. Und dann könnte das eigentlich ziemlich gut funktionieren, meiner Meinung nach. Wir haben hier das noch nicht fertig, weil hier immer noch Eisen immer noch in den Kisten drin ist, was wir ja nach und nach entfernen. Und dann werden wir ja dieses hier dann da oben anschließen und gut ist die Geschichte. Also das ist nicht das Problem. Unser Problem ist, dass wir diese Produktion anscheinend nicht reicht für Eisen. Wo da 4800 drinnen sind. Nein, der braucht ja gar kein Eisen. Die Grünen brauchen nur Eisen. Weil hier brauchen wir nämlich gar kein Eisen, wir brauchen nur Grüne. Aber eigentlich sehen die Mineralien bis jetzt ziemlich gut aus. Aber irgendwie hat sich seit wo wir die Produktion gestoppt haben, das alles ein bisschen entspannter ist das alles ein bisschen. Ich möchte trotzdem Roboter entfernen, aber das sind alles Bauroboter und keine Arbeitsroboter. Wenn ich mal welche finden würde, würde ich schon welche rausnehmen aus dem System. Da waren jetzt mal gerade welche. Da sind sie dann auch gleich schon wieder weg. Mal, guck mal hier. Die nehmen wir alle aus dem System. Und immer wenn ich wieder welche finde, mache ich das wieder. Zack, zack, zack. Immer wieder raus, immer wieder raus. Wir müssen nur welche finden. Ich glaube, so kann man das. Oh, guck mal hier. Ja. Wir müssen die loswerden, diese ganzen Roboter, die im Überfluss sind. Solange wir natürlich keinen Stau bekommen, wäre das ja auch alles gut. Ne? Wenn wir wieder diese Ladezonenprobleme bekommen, dann hat man Probleme. Meiner Meinung nach. 2400 und 3000 hatten wir, glaube ich, vorhin. Ne? Wenn ich mich recht entsinne. So, ich hoffe, dass ich damit das Problem so ein bisschen eingedämmt bekomme. Ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Ja, also das wird man dann immer sehen. Aber ich möchte mir wirklich noch mehr Zonen bauen. Ich glaube, dass das mit diesem Zonensystem super gut funktioniert. Ach, wir können da leider keine reinmachen, dann machen wir das aber so. So, stopp. Und dann gehen wir hier wieder bei und sagen, so, Dankeschön, Schlüsselkowski, das Racket. So,
Ja, und derjenige, der das geschrieben hat mit dem Grünen, können wir auch in unsere Flammenwerfer reinmachen, dies und jenes. Wir haben das alles auf Öl gebaut, Leute. Wenn ich jetzt noch beigehe und dann die Grünen dann auch noch umwandle. Aber das wird nicht so gut funktionieren, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Also ich hoffe, dass wir wirklich... Wir haben zwar jetzt keine Roboter, aber seht ihr, dass wir wieder hier Ladeprobleme bekommen? Und ich glaube, das ist wirklich nicht gut, wenn wir diese Ladezonenprobleme bekommen. Ich weiß nur nicht, ob es auch schlau war, jetzt wirklich hier unten die grüne Produktion zu bauen, da oben die Dinge zu bauen. Ich habe keine Ahnung. Ich will mich da jetzt auch nicht unbedingt so großartig zu äußern. Hier haben wir schon wieder ein Ladeproblem. Also ich bin der Meinung, dass wir immer noch zu viele Roboter unterwegs sind. Es sind nur gerade keine über. Aber das Problem werden wir schon irgendwie hinbekommen. Aber so wie es aussieht, haben wir überall... Na, da nehmen sie komplett weg. Hier oben stehen die Maschinen schon. Grün ist super. Ja. Also, und dann hätte ich eigentlich... Würde ich schon gerne meine nächste Produktionszweig neu bauen. Aber da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Weil ich bin da noch nicht so ganz schlüssig drüber, ob ich diese Produktion... Stelle hier entferne, hier Eisen lasse. Also mein Gedanke war, hier die Eisenproduktion zu lassen. Ich weiß, dass der sich von hier die ganzen Dingens holt und dies und jenes. Aber ich hätte gerne eine Eisenproduktionsecke. Nur ich muss gucken, wo, Leute. Das ist wirklich so ein Mega-Problem. Und da müssen wir echt mal gucken, wie wir das echt hinkriegen. Ich kann es euch wirklich noch nicht sagen, wie ich das mache. Aber wir werden das schon uns irgendwie überlegen. Weil wenn ich jetzt beigehen würde und würde das hier abreißen, diese Produktion, boah, keine Ahnung, ob man die auch entfernt. Weil diese Produktion ist eigentlich ja... Sie stört eigentlich da nicht, ne? Wenn man das jetzt mal so ganz klar nimmt. Wir können locker hier die ganzen Produktionsstellen schon umbauen. Hier könnte man ja sagen, ja, hier haben wir ja schon so unsere Kupferplattform. Hier unten ist so unser Dingens. Ja, aber wenn man das jetzt mal beobachtet, ja, wir haben immer noch genug. Also das ist auch nicht das Problem. Diese Eisenproduktion ist hier eigentlich genau richtig, weil wir brauchen ja hier nur Eisen, oben ja nicht. Das ist eigentlich super. Ja, da muss ich mal noch ein bisschen mir was überlegen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben zwar zur Zeit... wo ist meine Maus? Mein Gott, ich hab's mit meiner Maus. Wir haben wirklich keine Roboter über. Nie. Brauchen wir wirklich 2400 Roboter? What the... Heck. Oh, diese blöden Rohre überall. Das kann doch nicht sein, oder? Könnt ihr euch das wirklich vorstellen, dass man so viel dafür benötigt? Ich hoffe mir immer, dass ich irgendwo noch welche abgrasen kann. Ja, und jetzt hatte ich auch schon überlegt, okay, ich habe zwar da unten meine grüne Produktion. Eigentlich haben wir hier so diesen Staupunkt, ne? Ja, aber das hier ist so die einzigste Ecke, die wirklich so einen kleinen Staupunkt verursacht. Da oben und so, das geht eigentlich. Achso, und wie meinte ich das mit diesem Logistiksystem? Ich hätte beigehen können und hätte, sage ich jetzt einfach mal, boah, wie soll ich das erklären? Dieses System 1 machen können mit den Roboterhangern und dann mit den Roboterhangern irgendwo anders noch ein System aufbauen können. Ich hoffe, geht, wie man das meint. Dann hätte man zwei Systeme daraus bauen können. Ob das so funktioniert, ich habe keine Ahnung. Zum Beispiel hier haben wir auch einen extremen Stau. Seht ihr das? Hier hängen die alle. Warum? Aber wirklich alle hängen hier irgendwo. Also hier ist auch so ein Mega-Stauproblem.
weil wir halt hier den Kupferdraht haben. Sollte ich vielleicht den Kupferdraht hier drüben hinlegen? Gute Frage, ne? So, jetzt müssen wir mal gerade gucken, wo haben wir denn unsere Steinproduktion eigentlich hingelegt? Hier unten. Läuft das denn schon wieder? Die Kisten sehen alle ziemlich gefüllt aus, ja. Was mich einfach interessiert, ist auch, ob wir dann wirklich nachher wirklich den Strom extrem herunterbekommen. Das würde mich gerne noch interessieren, ja. Weil wenn ich jetzt gucke, hat die Mehrmaschinen, die wir jetzt gebaut haben, ohne Geschwindigkeitsmodule mir noch kein Ersparnis gebracht, ne? Also, zumindest sieht das bis jetzt so aus, aber ich hatte auch schon lange nicht mehr richtig die Maschinen am Laufen. Wir haben wirklich keine Roboter über. Vielleicht muss ich echt welche dazu tun, aber ich bin der Meinung, dass sich die nur im Weg stehen. Weil hier ist zum Beispiel eine pure Katastrophe. Den Hangars. Ich glaube, hier oben mit den Doppelten, das hat sich ganz gut eingependelt. Oh, ich hasse es, diese Rohre, ne? Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, spielt das Spiel irgendwann nochmal. Es gibt nicht mehr diese blöden Rohre, die mir auf den Senkel gehen. Ja. Man hätte... Also wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, man hätte diese Hangars so, ja, da muss vielleicht auch nochmal ein Hangar hin, hier auch, aber man hätte jetzt ein bisschen Platz da noch lassen sollen und hier auch nochmal Hangars hin machen sollen, im Laden. Weil ich glaube, die Hangars verbrauchen doch so keinen Strom, wenn da keiner dran ist, oder? Interner Speicherauflassungsrate 5 Megawatt. Roboteraufladungsgerät 4x1 Megawatt Übertragung. 50 Kilowatt. Geschwindigkeit 500 von 500. Kann man die Dinger auch updaten noch? Ich habe das nur übersehen, aber ich glaube nicht. Wir können nur die Geschwindigkeit, Arbeitsrobotergeschwindigkeit wirklich erhöhen, aber sonst nichts. Ja. Aber hier ist wirklich so ein Stauproblem. Ich weiß nur nicht, wie ich das jetzt wegbekommen soll, weil ich... wirklich keine Ahnung. Es ist immer so, der erste Anflugspunkt zum neuen Sektor entsteht immer ein Ladestauproblem. Und man sieht, wenn irgendwo viel Ladestau ist, dann sind die Roboter meistens dann wirklich nicht nicht mehr verfügbar. Also, dass sie nicht mehr arbeiten. Aber wir kriegen auch zurzeit keine Roboter aus dem System. Das ist wirklich schade. So, ich würde dann heute noch probieren, die Kohle wirklich nach unten zu bekommen. Ich glaube nicht, dass das gut war hier oben. Also ihr müsst mal sehen, wie viele Roboter das alleine sind. Und wenn wir sind wirklich nur den Weg verkürzen von der Kohle, sagen wir wirklich hier, wo jetzt, meine Maus habe ich an, ja, hier einfach hin zum Beispiel. Das würde schon vollkommen ausreichen, ja. Weil die sind ja nur am Fliegen, die Kohle-Heinis. Ja, wir werden hier mal keine mehr nachlegen. Hier auch nicht mehr, bitte. So. Ich denke nicht, dass das lange dauern wird. Weil, guckt mal, was da rausgezogen wird. Also, das ist wirklich viel, ne? Mama mia, Leute. Also, das ist jetzt erstmal meine Aufgabe. Irgendwie versuchen, die Kohle hier wirklich nach unten zu bekommen. Dadurch würden wir dann auch schon wieder ein paar Roboter einsparen. Ich weiß nicht, ob das was... Ich habe keine Ahnung, Leute. Oh, scheiße. Ja, das war wieder Terminator labormäßig.
Muss ich mir gerade überlegen, wenn wir so... Oder gehen wir hier runter, da dran lang und dann auch hier dran lang? Ja, die Idee ist gar nicht so schlecht. Ja. Ich werde die Wasserleitung jetzt nicht umändern, Leute. Wir machen einfach hier wirklich nur einen Tunnel und dann ist die Sache in Ordnung. Muss ich wirklich gucken, wie weit gehe ich denn wirklich? So bis hier? Ah, ich denke schon. Dann gehen wir einfach bei und machen da wirklich erstmal keine Kiste hin. Wir lassen weiterhin erstmal die oberen entleeren sich. Das sollte noch einige Zeit dauern, bis er das wirklich erledigt hat. Sollte das schon ganz okay sein. Jetzt echt schon überlegen, wo ich das hinbaue, Leute. Hier so. Na, hier fliegen die nämlich die ganze Zeit rum, diese Kohle-Heinis, ne? Also das ist... Ja. Ja, man merkt aber wirklich, dass wir keine Roboter über haben, ne? Jetzt sind wir noch bei 2399. Wir waren doch vorhin bei 2,4. Wer von euch hat die Roboter kaputt gemacht? Wahrscheinlich habe ich einen Hangar abgerissen und genau da waren Roboter. Also gehe ich mal von aus. So, das Kabel haben wir schon, das Fließband haben wir schon mal da. Und man sieht, die erste Kiste ist schon leer. Also ich bin der festen Überzeugung, das wird schneller gehen, als man gucken kann. Gerade weil hier wirklich ja schon extrem viel raus ist. Klar, wir müssen dieses Band dann gleich auch noch legen, aber wir legen jetzt erstmal das eine. Das wird schneller gehen, als ich gucken kann. Hoffe ich. Unsere Wellensittiche drehen mal wieder durch. Die meinen wieder, sie wären die Kings. So, wo bauen wir das hin? Also wenn man das jetzt so, ist das hier noch die Mitte von der Map? Von meiner Produktion? Weil da muss gar keine Kohle hin. Also wenn ich das hier hinbauen würde, die Kohleproduktion, dann wäre das eigentlich schon ziemlich Sahne. Hä? Das ist ein Schatten. Mama MCA, ja, das ist ein Schatten. Alles gut. So. Alles klar. Dann versuchen wir das irgendwie nach unten zu kriegen. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hier so auch durchgezogen bekomme. Vielleicht mache ich auch einfach zwei Ecken. Eine da unten mit Kohleabnahme und eine ein bisschen weiter oben und vielleicht teilt sich das dann schon gut auf, weil jetzt mal ohne Flachs, ich glaube, so viel Kohle verbrauchen wir auch gar nicht. Ja, das habe ich jetzt extra gemacht, dass das wirklich so einigermaßen mal so ein bisschen hier. Den braucht doch mit Sicherheit keine Menschenseele, sag ich doch. Wo kommt denn das Eisen weg? Okay. Naja, gut, okay. Ich werde jetzt genau das gleiche Prinzip bauen wie da. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir werden das jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, da sind Stahlkisten überall. Alles klar. Zack, 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 zack.
So. Sollen jetzt einfach mal arbeiten und dann ist die Sache schon mal da ganz okay. Da hoffe ich mir. Arbeitet von euch eigentlich wirklich jemand hier mit den großen Hochspannungsleitungen? Weil ich arbeite damit ja gar nicht. Kann man ja so wirklich sagen. So, hier kommen wir vielleicht durch. Ich probiere das mal ganz kurz. Da. Ja. So. Also, dass irgendwann diese Roboter mir so zum Verhängnis werden, das geht mir schon so ein bisschen auf die Rütütü. Wenn ihr Blümchen würde ganz laut Töre machen, das nervt, Herr Tierlieb. So, und diese Kohle-Ding werde ich jetzt einfach hier... Boah, das sieht dann aber auch wieder... Was denn da? Ach, meine komische Kiste, die ich da hingesetzt habe. Ja, ja. Weiß nicht, wo die dann wirklich die Kohle wegholen würden, ne? Ja, weißt du was? Ich ziehe die genauso nach unten wie das andere auch. Und werde dann da nochmal eine Kohlereihe machen und fertig ist die Geschichte. Ich denke, dass die Idee gar nicht so falsch ist, alles auf einem Punkt zu haben. Weil bis jetzt muss man klipp und klar sagen. Wir kommen bis da. Dann machen wir das auch so. So. Upsa. Oh, das ist beschissen jetzt. Ja, machen wir es so. Kommt Kohle an? Ja, kommt Kohle an. Sehr schön. So. Und dann brauchen wir nochmal grüne Greifarme. Machen wir genau die gleichen Überliegen, dass es genau gleich aussieht. Nehmen wir uns hier wieder die Stahlkisten. Und dann ganz ehrlich erhoffe ich mir, dass wir wirklich da... Upsa. Das wirklich so ein bisschen ausgeglichen bekommen. Ich hätte natürlich jetzt auch, wenn man ganz ehrlich ist, ein Förderband hier unten hinsetzen können, weil ich glaube, hauptsächlich die Kohle geht hier durch, oder? Ah, da. Ohne Flachs. Das mache ich. Weil der ganze andere Kram wäre absoluter Bullshit, weil der Weg da einfach extrem am kürzesten wäre. Müssen wir mal gucken, kommen wir hier irgendwie durch? Wenn ich dann da aufhören würde und würde den hier lang führen. Hier. Und dann da einfach hin, einfach hier vorne hin. Wie willst du mich jetzt verkackeiern hier? Hä?
Läuft doch. Dann machen wir das so. Ja, brauchen wir nicht. Gehen wir direkt so. Nicht hübscher und schöner. Aber da bin ich sowieso nicht der Mensch für, dass das alles hier so hübsch gebaut wird. Wenn ich ganz ehrlich bin, bei mir muss das alles funktionieren. So, wir könnten bis hier auf jeden Fall. Da, das wäre Maximum. Wir müssen ja bis zur Wasserleitung, okay. Ja, ich will das dann dahin haben. Oh, nein, 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 nein. So. Dann grüne Greifarme. Und dann machen wir hier die Stahlkisten hin erstmal zum Auffüllen. So. Soll ja wirklich erstmal nur zum Auffüllen sein. Wir müssen dann oben bei dem Kohle gucken und dann sehen wir weiter. Ich sage auch erstmal wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingestellt habt. Bis morgen. Tschüss.